Moin und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ja, heute mache ich ein bisschen Jahresabschluss für euch, für mich, denn ich bin jetzt so zwischen den zwei Videoreihen, die jetzt kommen. Schweiz habt ihr gesehen. Als nächstes kommt wieder eine schöne Radreise, die ich gemacht habe. Ja, seid gespannt. Ja, da kommt richtig wieder tolle Videos auf euch zu. Ja, also ich wollte euch auch zeigen, was ihr nicht gesehen habt. Zumindest hier auf meinem Zettel habe ich es aufgeschrieben, meine Touren, die ihr alle nicht gesehen habt. Ihr habt einige gesehen, aber wer Instagram verfolgt hat, ich habe richtig viele schöne Touren noch gemacht mit Übernachtung, die ihr alle nicht gesehen habt, auf YouTube zumindest. Und das möchte ich jetzt hier nochmal sagen. Ja, so ein bisschen Revue passieren lassen, was ich dieses Jahr so gemacht habe. Ich sitze hier in so einem Shelter. Ja, den können einige vielleicht kennen, denn hier haben auch andere YouTuber mal geschlafen. Auf ihrer Weltreise oder andere Reise, wie zum Beispiel vom Kanal Freiradeln, der ist ziemlich neu, richtig super, macht richtig Spaß zu gucken. Schaut da mal rein, macht richtig Spaß, den beiden zuzugucken. Tolle Videos, ja, die haben auch hier geschlafen. Ja, und hier sozusagen, ich scoute auch schon mal, vielleicht hier auch mal eine Nacht zu verbringen, an diesen schönen, echt super gelegenen Sheltern hier bei Kolding. Richtig klasse, ja, ich bin heute auch schon losgefahren. Es ist ja Anfang Dezember, nehme ich das hier auf. Es ist grau. Ich habe lange keine Sonne mehr hier oben gesehen. Aber es ist kalt, es ist pustig. Aber Radfahren macht immer noch Spaß. Ich bin im Moment so ein bisschen im Pausenmodus. Ja, mache im Moment nicht so viele Touren. Ja, aber ab 1. Januar geht's los. Ja, dann will ich mal loslegen mit meinen Touren von diesem Jahr. 1.1. habe ich gleich eine 100-Kilometer-Tour gemacht. Habe ich nicht gefilmt. Gleich losgepowert. Ja, ich hatte ja richtig was vor in diesem Jahr, habe ich gleich gesagt. 100er muss es sofort sein. Und dann fast täglich immer weiter drin, wenn es nicht schön genug war. Dann habe ich ja, natürlich fahre ich auch viel Indoor auf der Rolle. Das bringt auch schon was. Aber am liebsten natürlich draußen. Selbst bei so einem Wetter heute ist echt kalt. Aber ich merke, ich habe jetzt ein bisschen Ruhe, wie schön das Radfahren wieder ist. Es kribbelt auch schon wieder loszufahren. Aber wie gesagt, erst ab 1.1. nächsten Jahres. Ja, dann habe ich die nächste Tour gemacht in Dithmarschen. Ja, es war da leider etwas neblig. Es hat sich nicht gelohnt, das zu filmen. Hat man nicht so viel gesehen. Ja, was soll man machen? Ja, das waren auch schon wieder über 100 Kilometer. Das war der 15. Am 23.01. bin ich von zu Hause nach Nordstrand gefahren. An die Nordsee habe ich auch nicht gefilmt. 142 Kilometer eben mal schon am Anfang des Jahres. Noch nicht mehr richtig im Training. Läuft. Ja, und dann kam das erste Video von diesem Jahr, der Luhe-Radweg. Richtig schöner Tag, richtig schöner Radweg. Ihr habt es gesehen. Wunderschön. Also, den kann man echt gut fahren. Ich habe ihn dann einen Tag gefahren. Wie gesagt, ich bin immer richtig sportlich unterwegs. Ja, und dann ging es weiter. Etliche kleine Touren. Weiter Indoor. Draußen ums Haus. Das habe ich alles nicht gefilmt. Ja, und dann geht es weiter. Die schöne Radtour rund um Kappeln, die ich euch auch gezeigt habe. War ja so eine kleine kurze Runde bei schönem Wetter, aber das war ja schon März. Ja, die Zeit rennt dann schon wieder. Und dann am 19.03. war die Legoland-Tour, habt ihr auch gesehen. Richtig schön, war sehr überraschend teilweise. Die richtig schöne Gegend, wie ich finde, Dänemark überhaupt. Also ich muss euch sagen, fahrt mal nach Dänemark. Also das ist echt klasse. Man unterschätzt das immer. Ja, es ist viel zwischendurch, wo nur Felder sind. Ja, aber wenn man den Wind mit einberechnet, ist das hier richtig schön. Tolle klasse Radwege, heute auch Bahntrassenradweg hier raus aus Kolding. Den kommt man hier hin. Wunderbar. Ja, und dann ist es auch schon Ostern gewesen. Und Ostern, ihr habt es gesehen, habe ich den Harzrundweg gefahren. War nicht das beste Wetter, hat aber trotzdem wunderschöne Tour gegeben. Wunderschöne Landschaften, Aussichten. Ja, es war nicht perfektes Wetter, aber egal, es hat so viel Spaß gebracht. Ein toller Weg. War für mich auch wieder sehr überraschend, wie toll das war und wie eigentlich leicht das mir schon ging, Anfang des Jahres so eine Tour schon zu machen. Ah, da kribbelt schon wieder dieses Reisefieber, denn wenn man das sowas macht schon mal. Ja, und dann am 30.04. habt ihr nicht gesehen, bin ich mit dem Rennrad von zu Hause zur dänischen Insel Röme gefahren. 252 Kilometer einmal hin und zurück. Ja, das sind 252 Kilometer, hört sich ja viel an, aber wie wir wissen, für einige ist das nicht ganz so viel. Da reißen noch viel mehr ab. Grüße gehen raus natürlich. Ihr wisst, wen ich meine, glaube ich. Aber da bin ich nur hingefahren, zwei Hotdogs gegessen, eine Cola getrunken
und wieder zurück. Hat richtig Spaß gemacht. Wenn der Wind stimmt, ja, hier oben ist es oft pussig, aber da hat es gestimmt. Das war eine klasse Tour. Mache ich öfters mal. Ja, versuche es einmal im Jahr mindestens eine über 200 Kilometer Tour zu machen. Richtig sportlich mit dem Rennrad. Macht auch mal Spaß. Ja, da kam weiterhin im Mai diverse 100 Kilometer Touren am Wochenende. Ja, und das war ja Training für das kommende Highlight, was dann kam. An meinem Geburtstag bin ich losgefahren nach Schweden. 15 Tage, 1500 Kilometer durch. Oh, ich kann es gar nicht wieder beschreiben, wenn ich diese Videos da geschnitten habe und so. Mir kamen wieder fast die Tränen. Oder teilweise sind sie auch gekommen, was so schöne Bilder waren. Also es war sowas von krass. Man kann das nicht mit Bildern. Das Feeling, auch wenn man da so ankommt an so einem Platz oder wenn das alles, es hat ja alles geklappt eigentlich. Plan A ist ja eigentlich immer aufgegangen, bis auf das Wetter. Ja, das war nicht mehr. Und die GoPro hat da gesponnen. Ich hoffe, sie spinnt hier jetzt nicht. Ja, das war eine riesentolle Reise. Ja, tolle Bilder. Ihr habt es gesehen. Man kann es nicht immer alles filmen, aber ich kann es nur empfehlen. Kattegat Lehnen. Und wenn man nur den fehlt, es war wunderbar. Ja, dann kam ja eine Zeit lang Pause. Ich hatte ja genug Videos. Ja, Videopause sozusagen mit Film meiner Touren. Dann bin ich mal 2 Tage in Beutzenburg gewesen, 2 Runden gedreht. Auch tolle Touren. War echt klasse. Das schreit nach eine Wiederholung, die ich euch vielleicht nächstes Jahr mal zeigen kann. War wunderbar. Dann habe ich noch mal zwischengeklemmt die Tour Obertrabe. Ich wusste, dass es da richtig schön ist und das musste ich noch mal dazwischenklemmen. Ja, das war echt klasse. Ja, ihr habt es gesehen, bei dem Wetter, Sommerwetter, Badewetter war es, die See war ja schon warm, wunderbar, aber wie gesagt, es war nicht das Anbaden, sondern Anbaden war ja schon in Schweden bei richtig kalten Temperaturen. Ich muss sagen, das habe ich dieses Jahr öfters gemacht. Ja, mit kaltem Wasser mich abgeduscht, das war irgendwie, was ich dieses Jahr für mich so ein bisschen gefunden habe bei so einer Zwei-Tagestour, wenn man irgendwo zeltet oder so. Ja, da kommt noch mal her im zweiten Teil. Meine Rückblende, da werdet ihr noch ein paar Bilder sehen. Ich blende wahrscheinlich jetzt immer ein paar Bilder ein von den Touren. Es war ja kalt das Wasser, aber ich habe das irgendwie ging das. Es geht. Ich habe immer gedacht, ah, das geht überhaupt nicht. So wie da in Schweden ins Wasser. Boah, 10, 12, 13, 14 Grad das Wasser ist doch kalt. Überhaupt nicht. Das funktioniert. Und danach sind die Geister wieder fit. Der Geist ist frei, das hat alles richtig belebt. Deswegen, ja, Abbaden war dieses Jahr am 30. Oktober. Ja, das werdet ihr noch sehen, aber dazu gleich im zweiten Teil meine Zusammenfassung meiner Touren. Ja, also Obertrabe, da ist erstmal ein Cut jetzt. Den Film habt ihr gesehen. Was als nächstes kam, wisst ihr auch. Aber ich fahre hier eine kleine Tour, ja, zum Scouten. Schlafplätze wie hier diesen, richtig wunderschön gelegen. Ich komme noch an fünf Stellen, also jetzt noch 4, wo es Shelter gibt, auf 30 Kilometer rund um hier Kolding, wo ich bin. Die werde ich jetzt noch abfahren und abgucken und scouten. Vielleicht mal eine Tour hier machen und schlafen. Das wird vielleicht mal nächstes Jahr sein. Mal sehen. Also ich fahre jetzt weiter von hier. Das ist bis zum nächsten Shelter nicht mal 1 Kilometer. Also geht es gleich weiter. Also eigentlich ziemlich sofort. Ja, also dann bis gleich. Und da bin ich schon am nächsten Plätzchen. Ja, richtig wieder schön hier gelegen. Hier sind wieder 3 Stück. Ja, man muss einige immer vorbuchen. Ja, das ist halt mal so. Aber das kann man sich ja vorher aussuchen, wo man hin möchte. Es gibt ja auch genug, wo man so hin kann. Ja, aber hier ist auch wieder ein sehr schönes Plätzchen mit Spielplatz. Ein See ist aber kein Badesee. Ja, das ist ein Trinkwassersee. Da soll man nicht drin baden. Aber egal, trotzdem schön gelegen. Tolle Gegend. Irgendwie hier ist es wieder anders. Deswegen, ich liebe Dänemark. Zum Radfahren ist auch hier völlig andere Landschaften an jeder Ecke. Echt toll. Ja, toll war ja auch das zweite Halbjahr. Ja, das letzte war Beutzenburg, was ich euch erzählt habe. Ja, dann kam 1.7. bis 3.7. Tour de France. Ihr habt den ersten Teil gesehen in Kopenhagen. Hat zwar geregnet, aber oh, das war echt toll. Das war ein Erlebnis, so international. Ein großes Fest, die Dänen können feiern. Zweiten Teil bin ich euch ja noch ein bisschen schuldig. Ich habe es nicht geschafft,
das zu schneiden und irgendwie dazwischen zu drücken. Es hat sich auch ein wenig wiederholt, weil ja, es kommt ja immer dasselbe, Werbekarawane und so ist immer dasselbe. Ja, habe ich leider nicht geschafft zu schneiden. Ich habe es noch, aber ich glaube nicht mehr, dass ich das irgendwie noch raushauen werde. Ja, und dann ging es ja wieder weiter. Dann bin ich wieder nach Dänemark gefahren, 2 Tage Südjutland, das ist bei Aarhus, östlich davon, richtig tolle Ecke. Ich habe es nicht gefilmt, ich habe es mal hier echt bereut. Es war Topwetter. Ich habe wieder so am Strand geschlafen, direkt am Meer, so ein Zeltplatz. Echt, das war klasse. Und die ganze Landschaft und das Meer, das war so warm und es war da etwas pustig, aber das war total egal. Es war so eine tolle Landschaft da, über 2 Tage. Oh, das kann man gar nicht beschreiben. Bilder können es auch nicht so richtig rüberbringen, aber ein paar Fotos habe ich ja gemacht. Ihr seht das wahrscheinlich jetzt. Ja, das waren 2 Tage, eine schöne Übernachtung im Zelt am Strand. Ja. Aber naja, das ging dann weiter. Ja, das habt ihr jetzt als letztes gesehen. Der Schweizurlaub, den wunderschönen mit den ganz vielen Pässen. Ja, keine Angst vor Bergen, kann ich bloß sagen. Keine Angst davor. Also ich habe früher auch gedacht, das schaffst du nie. Wie soll ich das schaffen aus dem Flachland? Aber durch Konditionen, immer lange Strecken, immer wieder fahren, funktioniert das. Man muss nicht rasen. Ihr habt es gesehen, ich habe sowas von genossen. Ich kann auch hochballern, ganz, ganz anstrengend und bin dann kaputt, wenn ich wieder zurückkomme. Aber das ist nicht mehr mein Ding. Ich genieße das jetzt viel mehr als früher. Früher hat man das auch mehr gemacht, powern, powern, powern. Aber jetzt nicht nur durch das Film, auch die Touren, die ich nicht gefilmt habe, habe ich so genossen. Ruhiger gefahren, aber trotzdem noch sind es über 100 Kilometer Touren geworden, immer wieder. Ja, aber keine Angst vor den Bergen, kann ich nur sagen. Und keine Angst, kann ich auch sagen, vor Ausland. Das hat mir Schweden ja auch gezeigt. Mit mein bisschen Englisch, das habe ich vor 25 Jahren mal gebraucht, zuletzt in der Schule. Aber es hat funktioniert. Ich habe alles hingekriegt. Ich habe mir eine Hütte gebucht, ich habe mir ein Hotel gebucht. Alles gar kein Problem und alle so freundlich da, also richtig krass. Also ich kann nur sagen, Ausland kann ich nur empfehlen. Egal welches Land, man kommt immer weiter. Also und mit Hände und Füße, deswegen, naja, da komme ich gleich noch zu. Ja, das war die Traumtouren, die ich da immer gemacht habe. Ich hatte natürlich auch Glück mit dem Wetter, aber es war, ja, da kam ja noch eine Übernachtungstour im August. Limfjord. Ziemlich nördlich von Dänemark. Wieder. Da habe ich mal ein bisschen schneller gefahren oder richtig früh losgefahren. Waren es fast zweimal 130 Kilometer Touren. Übernachtet wieder direkt an der Nordsee. Unglaublich, wieder eine tolle Tour. Das habe ich nicht gefilmt. Aber sowas muss ich nächstes Jahr unbedingt nachholen und euch wieder zeigen. Also sowas von toll. Ah, ich liebe Dänemark. Ihr wisst es, ich bin hier so oft. Da muss man mal gefahren sein hier. Und ja, dann kommt die nächste Videoreihe. Ja, 14 Tage unterwegs gewesen. Wohin? Ja, wer bei Instagram dabei war, der weiß es schon. Ich habe es auch schon so ein bisschen so vorgemacht in der Community. Auf YouTube habe ich es auch gezeigt. Ich bin von Flensburg nach Garmisch gefahren. Ja, es hat super geklappt, aber ihr werdet das sehen. Das kommt jetzt als nächstes, nächste Woche. Kommt erstmal so ein Appetit haben und dann kommen 11 weitere Videos über diese Tour. Also, was ich jetzt so schon gesehen habe, ich habe angefangen, die ersten Teile zu schneiden. Echt klasse geworden, muss ich sagen. Also, ich glaube, das werden wir tolle Videos, die ihr euch da ja, im Januar reinziehen könnt. Ja, und dann ja, ging es immer noch weiter. Wir haben ja noch lange nicht da gewesen. Das Jahr ist noch lange nicht zu Ende gewesen. Dann haben wir noch September. Danach bin ich auch noch eine schöne Tour Horsens gefahren. Also das war auch eine tolle Tour. Echt wunderbar. Denn 3. Oktober, langes Wochenende, war ich auch unterwegs in Dänemark. Nordjutland, wieder 2 Tage, wieder gepennt, mitten am Meer. Oder nicht mitten, sondern direkt am Meer, also in so einem Shelter. Tolle Tour, kann ich nur sagen. Es schreit nach Wiederholung. Das ging so weiter. Ja, und dann habe ich noch einige Touren in, ja, so zwischendurch gemacht.
Es war ja noch Oktober, ist ja noch nicht so Saisonende. Dann habe ich noch Sternberger Seenland durchfahren. Also, weil da war nicht so super toll, aber mit den vielen Seen da. Also eine ganz tolle Ecke. Ich habe es nicht gefilmt. Schreit nach Wiederholung, ist klar. Werde ich auch irgendwann mal wieder filmen. Da komme ich bestimmt noch mal hin. Und dann habe ich noch eine 3-Tagestour Ende Oktober. Da habe ich eine richtig schöne Tour, ja, ihr werdet es noch sehen, gefahren. Da habe ich auch Abbahn gemacht am 30. November. Ja, dann habe ich ja November und jetzt Dezember mache ich nicht viel. Ich habe eigentlich jetzt nur diese Tour hier gemacht, um hier den Abschluss zu erzählen. Es geht aber noch weiter, ich will noch mehr erzählen. Ich fahre jetzt ja, zum nächsten Shelter, würde ich sagen. Also hier, richtig tolle Ecke, sehr familienfreundlich sogar. Also ich kann es echt nur empfehlen. Also ja, es geht jetzt weiter zum nächsten Shelter, der ist ein bisschen weiter entfernt. Ja, aber das sind nur 5-6 Kilometer, ich komme schon in den nächsten Schlafplatz. Naja, aber dann bis gleich. Wie man gerade eben gesehen hat, das war belegt. Auch im Dezember sind die Dänen unterwegs und haben es hügelig. Hügel heißt ja gemütlich und das mache ich mir jetzt ja auch. Also da lassen sich die Dänen auch bei diesem Wetter nicht nehmen. Ja, das war auch eine Grillhütte, deswegen saßen da wahrscheinlich auch welche. Der Grill war an, die Feuerstelle. Ja, aber hier rundherum darf man auch zelten, das ist ein freier Zeltplatz sozusagen, der ganze Wald hier, so eine Arena, wollte ich schon sagen, Area, Free Telting Area heißt das, da darf man sich das hier sogar aussuchen, schöner Platz, da hinten ist so ein, sogar Tisch und Bänke mit Brennholz, alles dabei, aber hier kann man sich das alles aussuchen, wo man zelten will, echt klasse, ich sitze jetzt hier auch gerade richtig schön am Fluss, wunderbar, ja, und ja, wunderbar, waren natürlich auch die ganzen Touren, die ich gemacht habe. Insgesamt waren es 12.500 Kilometer dieses Jahr, davon 8.000 draußen. 8.000 Kilometer draußen, der Rest habe ich Indoor gefahren, also gar nicht viel. Die meisten draußen, es waren nicht immer die größten und die längsten Touren, dafür viele. Das war echt klasse, ja, aber klasse. Ist auch die Tour hier heute, ja, auch bei diesem Wetter. Es ist eine tolle Landschaft hier. Hier am Fluss, naturnah, wenn das Frühling ist oder Sommer, muss das hier richtig toll sein. Jetzt ist es ja, sehr kalt, ja, aber naja, so gerne mache ich das nicht. Ja, aber Abschiedsvideo zum Jahresende muss ja sein. Ja, neues Hobby habe ich auch, vielleicht haben das schon einige mitgekriegt. Quadrate sammeln, Tilehunting auf Englisch. Ja, habe ich jetzt gestartet, ja, da hat man seine persönliche Karte so ungefähr. Die, wo man die Quadrate, wenn man einmal durchgefahren ist, hat man die sozusagen gecatcht. Und das wird dann auf einer großen Karte angezeigt. Und wenn man ganz viele zusammen hat, dann zeigt dann auch ein großes Quadrat an. Ja, das ist so ein bisschen für einen selbst, das so ein bisschen Ansporn zu machen, rauszufahren. Das wird es auch sein. Im nächsten Winter werde ich damit anfangen, die Quadrate richtig groß auszubauen. Tilehunting heißt das echt. Das müsst ihr euch mal merken, mal angucken. Ja, ich glaube, das ist ein tolles Ding. Es gibt auch ein tolles Video von Enjoy Your Bike. Da könnt ihr noch mal reingucken. Ja, ist richtig klasse. Also, wo ihr auch reingucken müsst, ist ganz dringend. Also gerade jetzt vor Weihnachten, das hat mich Anfang des Jahres irgendwie geflasht, dieses Video. Das muss ich sagen. Ja, es heißt 5200. 5200, was heißt das? Ja, das bedeutet 5200 Wochen. Ja, wenn man 100 wird, hat man 5200 Wochen. Und in diesem Video wird so ein bisschen erklärt, was eigentlich davon alles überbleibt an Zeit, was man zur Verfügung hat. Ja, das ist echt klasse. Das hat mich echt bewegt. Dadurch habe ich auch dieses Motto, dieses Jahr richtig aus, immer unterwegs zu sein. Immer unterwegs, das ist ja mein Motto. Das habe ich dieses Jahr richtig gut durchgezogen. Also von Anfang Januar bis Ende Oktober waren 44 Wochenenden. An 37 Wochenenden habe ich sehr große Touren gemacht. An den anderen war ich fast an jeden auch noch unterwegs. Ich glaube, an 2 oder 3 musste ich drin bleiben, weil das Wetter echt schlecht war im Winter. Aber wir hatten ja echt Glück dieses Jahr. Muss ich sagen, mit dem Wetter,
Da ist viel möglich gewesen. Also es hat richtig gut geklappt. Wie gesagt, 12.500 Kilometer ist wieder eine tolle Leistung. Ich habe schon mehr geschafft, aber das ist egal. Das waren tolle 12.500 Kilometer. Ja, das Video 5.200 kommt vom Kanal Dinge kurz erklärt. Also ich werde es verlinken. Natürlich. Aber gerade vor Weihnachten, vielleicht solltet ihr es euch auch nochmal angucken. Es ist echt klasse. Das hat mich echt bewegt. Ja, bewegen werde ich mich auch noch zum nächsten Shelter. Das ist ein richtig schöner Platz, wenn da nicht belegt ist, muss ich mal sehen. Ja, bis gleich, geht's weiter. Wieder ein wunderbarer Shelter hier mit Blick auf den See. Wunderschön hier, also richtig klasse. Die Autobahn hört man leider so ein bisschen, es rauscht, aber egal. Ja, andere schöne Dinge sind auch passiert, neue Dinge vor allen Dingen. Mein neues Fahrrad, das Böttcher, das noch gerade rechtzeitig vor der Schwedenreise kam. Ja, das habe ich auch mitgehabt. Bei der nächsten, die jetzt kommt als Videoreihe, da habe ich es auch mitgehabt. Es ist ein kleines Problem aufgetreten. Aber das werdet ihr dann merken. Ja, aber auch hier, das ist auch neu. Funkmikrofon. Ja, ich habe doch noch eins zugelegt. Ja, hatte ich auch schon bei der Radreise mit. Ja, und dann bei der Radreise Flensburg-Garmisch hatte ich es auch mit. Hat super funktioniert. Bin damit eigentlich gut zufrieden jetzt. Ja, der Ton, das ist es ja auch mehr. Ton, Bild, das muss ja immer alles passen. Ja, vor allen Dingen Bild. Und Ton müsste auch zusammenpassen. Beim Wandschwamm hat es mir das noch immer nicht so gut gefallen. Und was auch neu ist, vielleicht habt ihr es ja gesehen, dieser Jingle, dieser kurze Einspieler am Anfang des Videos. Das haue ich jetzt auch immer mit rein, damit man auch weiß, dass man auf einem Kanal ist. Das hat ja eigentlich immer so ein bisschen gefehlt. Dieser Jingle, den ich jetzt einspiele, nochmal. Ich weiß nicht, ob der gefällt, aber man weiß, worum es hier geht bei meinem Kanal. Ja, und ja, ihr habt es gesehen, das sind Bilder vom diesem Jahr gewesen. Das war ja richtig klasse. Richtig tolle Touren habe ich dieses Jahr gefahren. Muss ich nicht betonen, ihr habt es gesehen. Auch die ihr nicht gesehen habt, waren wunderschön. Die kamen bei Instagram vielleicht ein bisschen besser rüber. Ja, also nicht vergessen. Abonnieren, auch auf Instagram, da seht ihr immer, wo ich bin. Ja, und ja, schöne Dinge sind auch noch passiert. YouTuber habe ich auch getroffen. Ja, als erstes den Heiko bei der Tour de France Etappe 3 haben wir uns in Sonderburg. Ich habe es ja nicht hingekriegt, das Video zu schneiden. Tut mir leid. Grüße gehen aber trotzdem raus. Da habe ich ihn getroffen. Kanal müsst ihr natürlich auch abonnieren, ist ja wohl klar. Oder wenigstens mal reinschauen. Er ist so ein bisschen, ja, würde sagen, im Stress, im Baustress und so. Da hat er nicht so viel Zeit, irgendwas zu machen. Aber egal. War wieder schön, dich zu sehen. Schön zu sehen war ja auch, glaube ich, das mit den anderen, den Patrick auf dem Gotthard drauf. Ich muss sagen, das ist mit das Beste, was dies hier passiert ist. Mal wieder eine neue Person kennenzulernen. Leute, es ist echt klasse. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht, mit ihm da hochzufahren. Wie gesagt, wir haben da nur gequatscht. Wir sind gar nicht zum Film gekommen, aber das war dann auch zweitrangig. Es war richtig klasse. Ja, Patrick, es ging Grüße raus, auf jeden Fall. Es hat riesen Spaß gemacht. Vielleicht sehen wir uns demnächst mal wieder. Ich bin immer sehr spontan in meinen Planungen. Ja, ich weiß Donnerstag vielleicht gerade erst, wo ich hinfahre. Je nach Windrichtung oder ob ich mir Lust habe, eine Übernachtung zuzumachen oder ob auch die Zeit da ist. Nächstes Jahr wird es vielleicht ein bisschen weniger. Ja, aber das sage ich gleich nochmal was zu. Ich habe das echt genossen. Alle Touren. Und ich habe auch noch einen anderen kleinen YouTuber, das habe ich gar nicht mitgekriegt, der war auf demselben Zeltplatz. Das werdet ihr bei der Radreise, die jetzt in den nächsten Folgen sehen, da kommt er mal vor. Den habe ich nicht gesehen, da müsst ihr auch noch mal ein bisschen aufpassen, den könnt ihr auch noch mal reinschauen. Mal hier. Ich weiß gar nicht, das war ja, irgendwo mittendrin war das. Ich wusste nicht, dass er auch ein YouTuber war oder was, aber wir kamen nicht mehr schnacken, weil er so spät auf dem Campingplatz ankam, aber... Ja, den werde ich euch auch nochmal empfehlen. Ich habe da schon reingeguckt, also richtig top. Unterwegs mit Hund.
Und süßer Hund, ja, ich habe ihn kennengelernt auf dem Campingplatz, war ganz niedlich. Also, naja, bis dahin ist noch ein bisschen Zeit, das Video dauert noch ein bisschen, aber dann werdet ihr bestimmt mal reingucken. Und dann, ich kann nur sagen, ich werde es mal einblenden, den Kanal hier schon mal. Ja, und dann guckt da mal rein, der kommt da so ein bisschen drin vor. Ja, leider habe ich es ja nicht mitgekriegt, wir konnten gar nicht richtig schnacken, weil er so spät ankam. Ja, was soll ich noch sagen? Ja, als nächstes ist, glaube ich, die Zukunft noch mal dran, beim letzten Shelter. Da werde ich noch mal schnacken, was jetzt als nächstes noch ansteht im nächsten Jahr und so weiter und so fort. Und dann war es das auch für heute. Ja, also ich fahre jetzt weiter, ja, bei dem frischen Wetter hier. Aber es ist echt klasse, wieder eine tolle Tour. Also im Sommer muss das hier auch klasse sein. Naja, dann bis gleich. Angekommen am letzten Shelter, ja, der ist nicht so optimal, liegt ziemlich dicht an der Autobahn, ziemlich dicht an der Stadt. Ist aber viel Platz, nicht zum Zelten, nur hier drin zu stehen, zu schlafen, aber Bootsanlegestelle, Kanuanlegestelle, Badestelle ist hier. Ja, sonst ist das echt toll, schade, es ist ein bisschen laut, aber naja. Die Zukunft, was sie bringt, weiß man natürlich nicht. Geplant ist natürlich einiges für 2023. Der Sommerurlaub, die 2 Wochen, die festen an einen Ort, das steht auch schon alles fest. Es ist nicht die Schweiz, aber ich hoffe, es ist trotzdem genauso toll da. Ja, und dann die anderen Touren werden sich alle so ergeben. Ich weiß noch nicht genau, wie ich nochmal vielleicht einen extra Urlaub nehme oder so. Das wird auf jeden Fall nicht so viel werden. Dreimal à 2 Wochen wird es nicht geben, wo ich unterwegs sein kann. Dieses Jahr vielleicht sogar noch weniger, weil 2024 ist so ein Projekt von mir in Hinterhand, dass ich vielleicht auch gar nicht so viel dieses Jahr machen kann. 2024 könnte ein ganz großartiges Jahr werden, aber werde ich dann sehen, ja, ob das klappt. Ja, das werdet ihr jetzt Ende in einem Jahr sehen, Ende nächsten Jahres. Ja, da werde ich da wahrscheinlich Bescheid geben, ob es geklappt hat oder nicht. Ja, 2023, was es bringt, weiß keiner. Dieses Jahr war auch ja sehr wild, wie alle wissen, aber trotzdem konnte ich es gut nutzen. Ja, ich muss sagen, es war ein gutes Jahr für mich. Macht man kaum sagen jetzt zur Zeit, aber es war echt toll. Ja, beim Radeln kann man auch so gut abschalten. Man vergisst einiges, was gerade so alles passiert. Ja, super abschalten, das macht richtig Spaß. Und das werde ich auch weiterhin machen. Ein tolles Hobby. Muss ich sagen, ja, da muss ich auch Danke sagen, natürlich, wie mein Kanal läuft. Also jetzt sind es schon 2000, ja, knapp 2800 Abonnenten. Richtig toll, viele Daumen hoch, tolle Kommentare. Ja, ich selber gucke natürlich auch sehr viel von allen anderen. Ihr müsst mal Abo-Feed gucken. Ich habe dieses Jahr auch wieder sehr viele neue entdeckt, die auch gerne gucke. Aber ja, Daumen hoch gibt es immer, aber Kommentar kann es einfach nicht immer geben, da ist einfach zu wenig Zeit. Ich muss ja auch dann noch immer zwischendurch in der Freizeit dann auch selber Rad fahren, dennoch schneiden. Ja, das ist echt viel. Also mehr wie ein Video pro Woche ist echt schwierig, das hinzukriegen. Patrick, Grüße. Ja, du hast ja mal gezeigt, wie viel Arbeit das ist. Es ist fast noch zu wenig gesagt. Und was es auch Geld kostet. Aber man macht es echt gerne, weil man erlebt das Ganze mindestens zweimal, wenn nicht dreimal, ja, wenn man mal bearbeiten ist und dann nochmal nachschaut und wieder nachschaut. Es ist echt eine tolle Erinnerung. Ich kann es echt nur jedem empfehlen. Muss ja auch nicht bei YouTube rausbringen, aber so ein Film ist echt toll. Ja, also denn danke für alles, für dieses Jahr 2022. Richtig krass gelaufen. Tolle Reisen. Ich kann nur sagen, keine Angst vorm Ausland. Keine Angst vor den Bergen, auf keinen Fall. Man kann jederzeit umdrehen, wenn es nicht klappt. In Ausland kann man sich mit Händen und Füßen immer verständigen. Das hat mir echt Spaß gebracht. Das wird bestimmt auch noch mal weiter ausgebaut. Dänemark bin ich ja eh immer, aber es gibt ja auch noch andere Länder. Ja, also vielen Dank. Ich wünsche dann jetzt also mal noch mal zum Schluss
frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und ein gesegnetes, gesundes neues Jahr. 2023 sind wir ja schon. Ja, auf dass es ein tolles Radeljahr wieder wird, wenn es wieder wärmer wird. Jetzt müssen wir erstmal durch den Winter kommen. Aber ich habe für euch ja noch schöne Videos im Petto. Das wird bis März anhalten. Jeden Samstag werde ich so beibehalten. Kommt ein neues Video raus. Radreise, wie gesagt, Flensburg-Garmisch und dann noch 3 Tage habe ich noch einen Saisonabschluss gemacht. Ja, wo werdet ihr dann sehen? Also ich wünsche denn, ja, habe ich ja eigentlich schon gemacht. Alles Gute, bis nächstes Jahr im März kommen vielleicht dann neue Videos raus, wo ich dann gefahren bin im nächsten Jahr. Also dann tschüss, moin moin, bis dann. Ich habe dieses Jahr auch viel gelernt. Ja, zum Beispiel, hey hey heißt es in Schweden.